Hallo und herzlich willkommen zu unserem vierten Tutorial, wie geht eigentlich moderieren hier bei So geht Medien. Und heute geht es um was ganz, ganz Wichtiges beim Moderieren, nämlich um Körpersprache. Also, wenn ihr so macht, ist es vielleicht ein bisschen zu viel. Wenn ihr so steht, könnte es ein bisschen zu wenig sein. Die erste Lektion ist schon mal ganz wichtig, in die Kamera reingucken. Das macht man eigentlich als Moderator die meiste Zeit und das muss man ein bisschen üben, weil das ist ein komisches technisches Gerät, aber ihr müsst die Kamera behandeln, als wäre es einfach ein Mensch. Eure Mutter, eure beste Freundin, euer Freund und ihr guckt einfach da rein und unterhaltet euch. Werden wir jetzt mal ein bisschen konkreter. Wie ihr euch vor der Kamera bewegen könnt, wie frei ihr da seid, das hängt natürlich davon ab, über was für ein Thema ihr gerade sprecht. Stellt euch mal vor, ihr seid Moderator und berichtet von der Fanmeile beim Fußball. Da könnt ihr natürlich ein bisschen mehr mitgehen, als wenn ihr in einem Studio steht und ganz trocken irgendwelche Zahlen vom Arbeitsmarkt vorlest. Ganz wichtig ist aber, es sei denn, ihr seid absolute Spitzensportler und könnt alles parallel, ist bei mir nicht so, bewegt euch nur so viel, dass ihr trotzdem noch ganz entspannt atmen könnt. Also so schnelle Bewegungen und ihr merkt schon, Atem ist weg. Eine ganz wichtige Frage und so unter uns gesprochen für mich auch ziemlich schwierig ist, was macht man eigentlich beim Moderieren so mit den Händen? Wenn man jetzt in einem Nachrichtenstudio steht, dann kann man natürlich hier nicht die ganze Zeit herumfuchteln und irgendwelche lustigen Sachen machen mit den Händen. Da hält man die möglichst ruhig. Da ist es praktisch natürlich, wenn man einen Tisch hat, kann man die Hände so ein bisschen entspannter hinlegen. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, was über Sport macht und ihr moderiert irgendwie darüber, wie man einen Felsen hochklettert, könnt ihr natürlich auch mal mehr eure Hände nehmen und zum Beispiel einen Griff erklären oder so. Ganz wichtig, auch hier beim Moderieren, macht einfach das, was sich für euch halbwegs natürlich anfühlt, dann fahrt ihr schon auf Nummer sicher. So, jetzt habt ihr eigentlich ja schon eine ganze Menge gelernt, nämlich wie ihr euch vor der Kamera bewegt, wann ihr eure Hände einsetzt und wann nicht. Jetzt machen wir es mal ein bisschen schwieriger. Jetzt geht es darum, wie man sich zusammen mit der Kamera bewegt. Wenn ich jetzt hier in die Kamera spreche und dann einfach das hier mache, ist es natürlich wahnsinnig unhöflich, weil ich euch den Rücken zudrehe. Das heißt, ich versuche jetzt hier um das Pult herumzugehen und dabei nicht den Augenkontakt mit der Kamera zu verlieren. Kann ein bisschen gefährlich sein, aber wir sind gut versichert und ich versuche jetzt einfach hier weiterzugehen. Spreche nach wie vor zu euch, obwohl ich ein bisschen Angst habe, dass ich gleich hinfallen könnte. Ich spüre, hier kann ich hochgehen. Und jetzt wird es nochmal schwierig. Ich versuche mich jetzt hinzusetzen. Würde ich natürlich natürlicherweise so machen. Dann fällt mir ein, ach so, stimmt, ich moderiere ja und drehe mich wieder zu euch. Nicht so schön. Wir versuchen es nochmal. Ich komme von hier, gucke zu euch und ich setze mich natürlich so hin. Ich drehe mich zu euch, halte weiter den Augenkontakt und weiter geht's mit dem nächsten Thema. Wie bewege ich mich vor der Kamera? Ich fasse es nochmal zusammen. Versucht halbwegs aufrecht zu stehen, klar, und jetzt nicht irgendwie lümmeln, aber seid trotzdem natürlich, habt es irgendwie bequem und versucht ruhig zu atmen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder und dann passend zu diesem Studio hier so hinter mir, dieses wunderschöne riesige Studio, da geht es nämlich um Nachrichten.